Ihr kennt die große Liebe von Herrn von Hagen, die Pizzakatze. Und so geht er natürlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag zum Pizzastand und sagt schon, wenn er am Tresen steht, bist ne schicke Pizza. Pizzakatze, ziemlich verpennt, irgendwo hinten in der Ecke hört es nicht. Deswegen sagt er, pst, 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 pst da, pst, 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 pst da, pst, 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 pst da. Da kommt sie auch schon und sagt, ach, der Herr von Hagen, wunderbar, was wünschen Sie? Natürlich eine Pizza, ist klar, aber sonst noch irgendwelche Wünsche? Und Herr von Hagen sagt, ich brauche natürlich einen Tisch. Hey, die Pizzakatze bringt einen Tisch. Wup, bitte sehr, da ist er. Aber Herr von Hagen ist noch nicht zufrieden. Er sagt, Sticke, 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 Sticke. Oh, die Pizzakatze bringt natürlich auch eine Tischdecke. Bitte sehr. Und als Pizza haben wir heute unsere riesengroße Margherita im Angebot. Wollen Sie die haben, Herr von Hagen? Natürlich, klar. Und sie kommt mit der Riesenpizza und stellt sie hin. Und wir sehen, die Hälfte hat sie bereits aufgefressen. Diese verfressene Katze. Sagen wir, pst, böse, pst, katze, pst, böse, pst, katze, pst, böse, pst, katze, pst, böse, pst, katze. Ist ihr natürlich total unangenehm. Was soll sie machen? Hat halt immer so einen Hunger, aber es tut ihr sehr leid. Deswegen sagt sie, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Und die Geschichte könnt ihr weiterspinnen, okay? Denkt euch was aus. Nervt aber nicht eure Eltern.